Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Leute. Ich melde mich aus Deutschland. Wir sind gestern Abend heimgekommen und ich habe vor gestern nichts mehr gevloggt, weil es war einfach, wir sind angekommen in Frankfurt. Wir sind das Auto holen gegangen, wir sind ins Fitness gefahren, wir sind einkaufen gegangen, wir sind nach Hause gekommen, wir haben gekocht. Heute Morgen habe ich schon alle Koffer ausgepackt und jetzt gibt es für mich Frühstück. Beziehungsweise, was nie fehlen darf, ist mein Kaffee. Ich liebe Kaffee. Ich habe hier so Flavor-Kapseln mit Vanille und Karamell drin. Dann habe ich mir Zimt in meinen Kaffee, meine Subs natürlich. Und Glutamin, Kreatin, Beta-Alanin natürlich von Allstars. Ihr könnt übrigens bei Allstars im Online-Shop Schweiz und Deutsch, also in beiden Shops, könnt ihr mit Kiki 20% auf eure Bestellung sparen. Weil ich das jetzt auch nochmal gesagt habe. Dann habe ich mir hier einen richtig geilen neuen Tee gekauft, Leute. Sternenleuchten, das ist so Pflaumen-Zimt-Aroma, richtig geil, so eine Winter-Edition. Kann ich empfehlen. Sieht mein Frühstück aus. Ich habe hier zwei Eier mit Mandelmus, ein bisschen Gemüse. Wie gesagt, meine Kaffee-Tees, das ist mein Morgendrink. Da ist, wie gesagt, mein Glutamin, Kreatin und Beta-Alanin drin, plus 2 Löffel Apfelessig plus eine halbe Zitrone. Sehr, sehr gut für die Verdauung und das trinke ich eigentlich immer nüchtern. Also das ist immer das Erste, was ich trinke, bevor ich mit dem allem anfange. Deswegen muss ich das jetzt noch kurz austrinken. Und ich dachte, ich nutze die Gelegenheit und erzähle euch mal ein bisschen, wie das so läuft back to back. Back to back heißt ja eigentlich, dass ich Show an Show an Show mache. Mein erster Wettkampf war ja in Polen. Vor 2 Wochen, genau, also vorletztes Wochenende. Dann jetzt dieses vergangene Wochenende hatte ich die Arnolds Amateur mitgemacht. Und das Wochenende, was kommt, beziehungsweise schon Freitag, werde ich, wie gesagt, in Frankreich in Lille auf der Bühne stehen. Und ja, es gibt viele Dinge, die man beachten muss in dieser kurzen Zeit. Also nach den Arnolds habe ich mir auch Pizza und Subway und Cookie und bisschen Hotdog, also ich habe schon gegessen. Stefan hat auch gemeint, ich darf essen, weil ja, also ich bin genug shredded und ich darf ruhig auch ein bisschen voller sein. Aber direkt danach geht's back to plan, beziehungsweise zurück zu dem Plan, den ich hatte, bevor ich angefangen habe zu laden. Und genau, getrunken wird ab dann auch wieder 5 Liter, das heißt wieder auftrinken. Wasser wird dann innerhalb der Woche langsam wieder reduziert, genauso wie das Salz. Anfangs wird normal gesalzen, dann wird das Salz auch wieder reduziert. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, Leute, bei jeder Dusche wird gepeelt. Wie ihr seht, ich bin noch sehr braun. Mein Gesicht ist dagegen weiß. Und ja, bei mir ist das Gute, dass es nicht so fleckig abgeht. Also viele Mädels haben dann so richtige Flecken. Aber bei mir geht es eigentlich relativ gleichmäßig ab. Außer jetzt hier an der Hand kann man halt sehen, dass es ein bisschen fleckig ist. Aber ansonsten geht es eigentlich ganz gut weg. Wie gesagt, immer schön peelen. Vielleicht sogar noch mit einem Peeling-Handschuh. Mit pH-neutralem Hautshampoo. Der Duschgel abduschen. Und ja, so viel zu den Routinen. Trainiert wird eigentlich auch eher locker, also nicht übertrieben. Den Fehler habe ich gemacht nach Polen. Ich habe meine Beine zerstört, die waren verkatert bis kurz vor Wettkampf. Genau, gestern habe ich einfach noch Beine durchgepumpt, heute ist Oberkörper dran. Morgen wird dann wahrscheinlich ganzer Körper dran sein, einfach ein bisschen durchpumpen. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Einfach um euch mal hier so ein bisschen einen Einblick zu geben, was man nach einer Show bzw. vor einer Show, weil nach der Show ist vor der Show für mich, was man da alles macht, was man da alles beachten soll, muss. Ja, und jetzt trinke ich meinen Drink fertig und dann esse ich, weil es ist auch schon 12. Ja. A few moments later. Hallo Leute, 28. September und ich bin gerade fertig geworden mit meinem Entladetraining. Hab angefangen zu laden und ich muss sagen, es ist einfach immer wieder eine Erlösung. Wenn man das Entladetraining macht, das macht man ja, um eigentlich die Kohlenhydratspeicher noch ein letztes Mal komplett zu entleeren, also eigentlich
drückst du deine Muskeln aus, sozusagen wie ein Schwamm, damit nachher, wenn du dann die Kohlenhydrate hinzufügst, die Muskeln das Ganze auch wieder so aufsaugen wie ein Schwamm. Und ja, ich fühle mich einfach so gut. Vielleicht ist es auch einfach vor allem psychisch, aber ja, es tut auf jeden Fall sehr gut, wieder Kohlenhydrate zu essen. Später werde ich dann noch zu meiner Wimpernfrau gehen, denn ich sehe aus wie ein gerupftes Huhn und wir wollen natürlich scheinen auf der Stage. Bevor ich hier noch unnötig weiterrede, esse ich jetzt mal weiter und wir hören uns später wieder. Also bevor wir hier alles verwüsten, zeige ich euch unser kleines Airbnb-Apartment. Einmal kurz Schlafzimmer. Der Ausblick ist jetzt nicht so krass. Man sieht hier in so einen Innenhof rein. Ist schön warm zum Glück. Hier das Bad, Dusche. Ja. Dann unser kleines Wohnzimmer. Schön hohe Decken, das gefällt mir. Gefällt mir gut. Eine kleine Küche. Und eigentlich mein absolutes Highlight, das werde ich euch dann morgen bei Tageslicht noch zeigen, haben wir hier so eine Kirche direkt hier vorne. Also wir sind hier mitten im Zentrum. Ich habe gestern nicht mehr gebloggt und heute auch nicht, weil viel ist nicht passiert. Ich habe neue Wimpern. Ich habe genau gleich geladen wie in Polen und in UK, also 2 Tage sind es jetzt und morgen ist dann der halbe Tag. Ich darf einen Muffin essen, Leute. Wir waren vorhin gerade bei Starbucks. Schoko-Haselnuss-Muffin. Richtig geil. Der riecht richtig gut. Da freue ich mich drauf. Sonst gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Es ist schon relativ spät. Ich werde jetzt kurz duschen, mich rasieren und morgen früh geht es dann schon weiter. Gute Nacht. Guten Morgen. So, ich habe euch gesagt, ich zeige euch das bei Tag. Oh, die Heizung ist schön warm. Oh, so toll. Draußen ist es arschkalt. Das ist echt krass. Das ist echt eine süße Gegend. So. It's show day. Wir werden jetzt gleich einen Formcheck für Stefan machen, beziehungsweise ich, und dann mal gucken, was er sagt. Und? Ist es geil? Sieht toll aus. Schönes Make-up. Sehr hübsch. Ich muss gleich noch ein paar Bilder machen, ja? Kann sein, dass du aufgeregter bist als ich? Nö. Es war nur ein bisschen, vom Timeschedule ist ein bisschen schlecht. Weil das war mir schon fast klar, dass das hier ein bisschen organisierter und schneller zugeht. Mhm. Freitag? Zum Freitag kann mir nicht vorstellen, dass viele hier kommen. Die normale Bevölkerung muss schaffen. Mhm. Brauchst du noch? Mhm. Du bist hier süß. Alles vorbereitet. Mhm. Komm, also, ich möchte einen sehr großen Shoutout an mein Baby geben. Alles top organisiert. Hat mir mein Muffin geholt, mein Gatorade. Er macht alles. Er macht alles für mich. Thank you.
ganz kranke Performance. Für alle meine Fans, vor allem allen Dingen für den Force of Outlaw. Er wollte Mr. Chow in Action sehen. Go. Guess who's a pro? I'm pro. Ja, ich habe gar nicht mehr gevloggt. Mein Make-up sah wunderschön aus, mein Bikini sah wunderschön aus, meine Form war on point. Dank Stefan, dank meiner tollen Unterstützung vor Ort, dank meiner tollen Unterstützung, Support System, alle Leute, alle anderen Leute, die mich unterstützt haben und Glück gewünscht haben und was auch immer. Ich bin sehr dankbar. We made it. We made it. Also, bye guys. Das habe ich mir extra aus der Schweiz aus dem Coop geholt. Kokosnusswasser, Leute. Wichtig für euer Elektrolytenhaushalt. Wir feiern jetzt auf den Sieg hier. Wie soll ich das denn nehmen? Geht nicht, also. Warte, ich komm. Prost. So, andere trinken Champagner, wir trinken freshes Kokosnuss. Coconut Water. Coconut Water. Zum Wohl. Boah, das ist geil. Das ist geil oder das ist geil? Geil. Boah. Viel besser als Champagner. Krank, das ist einfach nur krank. Fazit. Wow. Zum Dippen und eine Kugel Eis. Okay, lass uns gehen. So Leute, ich weiß nicht, das wievielte Video, das ich schon hochgeladen habe, bis ihr diese Aufnahmen seht, diese ganz privaten und tollen Vlogging-Aufnahmen von meiner Prep-Series, kann ich es jetzt nennen, weil meine Series ist jetzt hier vorbei. Auf jeden Fall möchte ich diesen Vlog gerne beenden mit meinen zwei Pro-Qualifier-Medaillen. Zweimal Erster. Leute, Fun Fact, ich wurde heute das erste Mal Erste bei den Junioren. Ich bin immer Zweiter geworden. Jedes Mal, wo ich gestartet bin, bin ich auch Junioren gestartet. Ich bin immer Zweiter geworden. Und heute wurde ich Erste und das war das Zeichen, was ich brauchte, um dann voller Selbstsicherheit in den Pro Qualifier zu gehen und sogar im Pro Qualifier eine Medaille abgesandt. Also ich bin sehr happy und wie gesagt, der Tag war einfach perfekt, der perfekte Abschluss jetzt gerade mit dem krassesten Essen überhaupt. Mein Bauch ist so voll. Was wie meine. Aber immerhin Sixpack. Ich möchte allen ganz herzlich danken, aber vor allem meinem Schatz, meinem Number One Supporter. Sixpack! Du hast gerade hart reingeschissen. Ich liebe dich. Leute, das ist sowas von real. Der Tag war einfach perfekt und ich hoffe, euch hat die Prep Series gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Kommis, teilt die Videos, wenn ihr sie feiert. Und für mich ein Daumen, wenn ihr mich auf nächstes Jahr bei der Arnold Classics auf der Badehose, mit der Badehose sehen wollt. Genau. Ich bin dabei. Love you. Macht's gut und bis dann.